Hallo meine Puddings. So, jetzt fangen wir erstmal mit meiner alten Geldbörse an. Das ist schon keine klassische mehr, also nicht die dicke, ich sag mal die Kellner-Geldbörse, die man in der Hose hat und mit einem Metallband am Gürtel befestigt. Das ist nichts, was hinten einen wahnsinnigen Buckel macht am Hintern. Das ist eine relativ kleine Leder-Geldbörse, die hat auch kein Münzfach mehr. Das ist das, was ich bisher benutze. Die ist, glaube ich, von Marco Ceruti, war mal ein preiswertes Weihnachtsgeschenk meiner Ehefrau. Und ich zeige euch mal, wie die. Ich gebe die auch hier mal aus, damit ihr das Scheinfach mal sehen könnt, wie die funktioniert. Also ich nehme jetzt hier vier beliebige meiner Kreditkarten. Fühlt sich übrigens haptisch sehr schön an, hat über die Jahre natürlich, wie bei Leder üblich, eine gewisse Patina aufgebaut. Ist sehr weich, sehr angenehm zu tragen. Man steckt hier die Karten rein. 1, 2, 3, 4. Zack, zack. Kann da auch doppelte rein tun, also bis zu 8. Und kriegt die auch relativ leicht wieder rausgezogen, wieder reingesteckt. Das ist hier sehr, sehr einfach. Und wenn man Geld reintun möchte, also Geldscheine, dann ist das fast schon so eine Art magischer Trick. Da kann man Leute wirklich mit beeindrucken. Also man sieht hier das Fach. Ich nehme jetzt mal zwei Geldscheine, die möchte ich unterbringen. Die müssen gefaltet sein, wie bei diesen Dingern heutzutage üblich. So, ich tue die hier rein, lege die einfach nur auf, klappe das Ding zu, falte es auf der anderen Seite wieder auf und zack, ist es drin, auch wenn man es dann wieder umdreht. Der Geldschein bleibt sicher festgehalten. Also das ist sehr, sehr angenehm, sehr einfach. Nach meiner Erfahrung, ich habe die jetzt seit 5, 6, 7 Jahren, man spürt sie in der Hose hinten kaum, also weil sie ist wirklich relativ dünn, sie ist sehr weich, sie lässt sich sehr leicht bedienen. Es gibt viele Varianten von diesen Geldbörsen, ich finde die extrem angenehm und ich bin da, wie gesagt, vielleicht sehr klassisch geprägt. Ich mag die Tatsache, dass meine Geldbörse aus richtigem Leder besteht. Das ist halt für mich so eine Art. Das hat was, das hängt mit der Haptik zusammen. Aber schauen wir uns doch mal an, was die Lockhart im Gegensatz dazu anbietet. So, die habe ich hier gekauft bei Lidl für 14,99, kostet regulär 19,99. Und die ist erweiterbar. Das ist wie heute so üblich. Man kauft ein Basisset und man kann dann noch Add-ons kaufen. Das ist nicht anders als bei Computerspielen heute mittlerweile. Und das ist das Basisset, das besteht aus vier Teilen. Diese vier Teile sind die beiden Außenwände, inzwischen die die ganzen Kreditkarten geklemmt werden. Ein Münzfach, das kann man hier sehen. Und eben dieser Strap, mit dem das alles festgehalten wird. So, das ist. Man nennt es freundlicherweise Recyclingmaterial. Es ist natürlich im Grunde genommen, ist es deswegen, es ist Plastik. Also man muss schon erstmal damit umgehen. Man hat kein Leder mehr in der Hosentasche. Man hat Plastik in der Hosentasche. Vielleicht bin ich da einfach zu oldschool. Ich persönlich finde das von Haptik her, es fühlt sich für mich halt auch wie Plastik an. Und ich weiß nicht, ob ich als Mann, wenn ich meine Geldbörse rausholen möchte, unbedingt gerne Plastik rausholen möchte. Das ist das eine. Das zweite ist, dieses Münzfach ist ganz praktisch, das gebe ich zu. Also man kann hier, ich zeige euch das mal, man kann hier das rausnehmen und dann kann man hier Geld reintun. Auch eine Münze zum Beispiel hier für einen Fahrautomaten, also für einen Einkaufswagen. Zack, ist das da sicher drin. Klappert ein bisschen, aber es ist drin. Kannst dann auch so wieder rausholen. Zack. Hier kann man auch einen Schein reintun, was allerdings dann schon wieder etwas fisselig wird, weil den muss man dann mindestens zweimal falten. Also da wird es dann schon so ein. Und natürlich wird aber primär davon ausgegangen, man kann dieses Münzfach einfach rausnehmen. Und dann hat man dieses ultraflache, ultradünne Teil, wo man dann seine Karten, ich mache das jetzt auch mal hier, seine Karten rausnehmen kann. Ich nehme die aus dem alten jetzt mal raus. Angeblich bis zu 15 Stück. Ich nehme jetzt mal 5. So. Hier diese 5 Karten. Man zieht das hier auseinander. Das ist ja rein mechanische Frage. Das ist ja nur festgehalten von diesem Strap, wie gesagt. Zack, so. Und dann ist das alles, ich sag mal, mit dem Minimum verpackt, was sowas haben kann. Weil kleiner als eine Scheckkarte kann eine Geldbörse dann im Endeffekt nicht mehr werden. Und weniger Platz in der Hose verbrauchen kann es eigentlich auch nicht. Grundsätzlich also von der Platzersparnis ist es das, was man verlangt, ist es das, was man erwarten kann, ist es auch sicherlich das Minimum ist erreicht und es ist auch durchaus sehr fest, also da fällt nichts raus und ich kann mich jetzt auch im Nachhinein entscheiden, hier zum Beispiel, okay, ich stecke jetzt hier das Münzfach nochmal rein, da wird es wieder ein bisschen dicker, aber es bleibt immer noch sehr klein und lightweight, wie man heutzutage so schön sagt. Mein grundsätzliches Problem ist folgendes. Ja, ich weiß, dass diese beiden Außenplatten so als RFID-Schutz und auch als Schutz der Karten selber dienen. Ich werde aber das Gefühl nicht los. Und das ist vielleicht, liegt vielleicht aber nur an mir, dass wenn ich allen Ernstes nur noch diesen Stapel Kreditkarten mit mir rumtragen will, zeige ich das mal kurz, dann
kann ich genauso gut einfach ein Gummi drum machen. Ehrlich, wozu brauche ich dann überhaupt noch diese Platten, diese Plastikdinger? Das ist hinten in meiner Hosentasche genauso geschützt. Das ist dann nochmal ein bisschen schmaler. Und ich sehe dann wirklich auch, ich denke, diese Mikro-Portemonnaies, die reduzieren ihren eigenen Sinn weg. Das ist dann im Endeffekt nur noch dieses, ich habe praktisch gar keine Geldbörse mehr. Und dann brauche ich auch de facto keine mehr, dann kann ich es nämlich so machen. Und das bringt uns natürlich auch zu der Frage, ich habe mittlerweile praktisch alle diese Karten auch auf meinem Handy eingespeichert. Ich kann das über Apple Wallet bezahlen. Würde ich die Möglichkeit besitzen, auch meinen Personalausweis, meinen Führerschein komplett einzuspeichern in der Apple Wallet, bräuchte ich meine Brieftasche im Grunde genommen unterwegs gar nicht mehr. Und damit sind wir natürlich bei einem grundlegenden Problem, dass man sagt, das hier sind in meinen Augen auch nur noch Übergangstechnologien. Das ist was ähnlich wie das Zip Drive oder ähnlich wie die Telefonbuch-CDs. Das ist was noch für eine letzte Generation und dann war es das auch. Also grundlegend, wenn man noch eines dieser dicken Portemonnaies hat und in der Lage ist, umzusteigen und zu sagen, okay, ich will was Kleineres haben, ich will jetzt auch nur noch hier ein paar Geldscheine und ein bisschen Kreditkarten rumtragen, kann man sagen, man kann sich sowas kaufen. Dann mag das ganz praktisch sein. Ich persönlich halte es als Ersatz für meine Ledergeldbörse nicht geeignet und denke eben auch, ich würde es dann im Zweifelsfall eher so machen. Was man vielleicht noch sagen sollte, ist, dass die Bedienung dieser Lockcard in meinen Augen auch nicht 100% ideal gelöst ist. Da stellt der Minimalismus dem Komfort auch wieder ein bisschen ein Bein, weil es gibt viele dieser Mikrogeldbörsen, die haben unten so einen Strap, da zieht man dran und dann werden nach oben die Karten aufgefächert, dass man die leichter entnehmen und wieder reintun kann. Das ist bei der Lockcard leider auch nicht der Fall. Das heißt, wenn man was entnehmen will, insbesondere aus der Mitte, dann ist das schon ein ziemliches Geziehe und Gezerre und Gesuche. Und auch das Reinstecken ist dann nicht ganz so bequem, wie man es vielleicht gerne hätte oder wie man es hier hat, wo die halt alle dedizierte Fächer haben. Da ist es halt deutlich einfacher, Karten zu entnehmen und wieder reinzustecken. Also grundlegend für mich hat das keinen massiven Vorteil gegenüber meiner Ledergeldbörse. Es hat faktisch ein bisschen weniger Volumen, ein bisschen weniger Größe vom Umfang her. Ich empfinde das aber nicht als Nachteil. Ich finde auch nicht, dass das hier jetzt irgendwie meinen Hintern so dick macht. Also insofern bin ich sehr zufrieden mit dem Alten. Das Neue, denke ich mal, das geht zurück. Das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Es mag für euch anders sein, wenn ihr sagt, ihr habt noch so eine dicke Geldbörse von früher, diese Monster mit der Kette dran, die man an Gürtelschlaufe hakt oder so. Wenn ihr sowas noch habt und sagt, da will ich endlich von weg und ich brauche auch kein Bargeld mehr und so weiter, dann mag das richtig sein. Ich persönlich sehe mich aber nicht in dieser Zielgruppe. Ja, das war's dann auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.